Mehrere sich bewegende Ziele. Ziele verschwinden automatisch. 20.000 Punkte. Ach so, wir müssen jetzt mehrmals treffen oder was? Fehlschlag? Hallo? 20.000 Punkte sollst du da machen? Wie soll denn das gehen? Also jetzt nimmt man es mal nicht übel. Einfach voll draufrusen oder was? Doof. Erfolg! Silber! 10.000 Punkte! Nee, Bronze. Nach wie vor Bronze. Wie soll denn das gehen? Also jetzt mal ohne Mist. Ich probier's nochmal. Verstehe ich nicht so hundertprozentig. Mensch, war ja ganz gut eigentlich. 90% Genauigkeit. Musste erstmal schießen. Ich mach einfach nochmal. Ist egal. Letzter Versuch. Scheiße. Ich glaube, da schieße ich noch zu oft vorbei dann. Das war schlecht jetzt. Ja, sag gut. Vielleicht muss man da die Waffe ein bisschen mehr gelevelt haben. Verstehst du? Ja. Hätte ich jetzt. Kann man das hier? Hallo. Pistole. Wisst du, kannst du nämlich den Schuss, Feuerrate, größeres Magazin, haben wir schon? Achso, nee, der Schuss 24 sind, man kann halt Munition kaufen. Wir haben ja schon ein größeres Magazin gekauft. Ah, sind 4 Schuss. Und einen schwarzen Farbton, immerhin. Armeefarbton, LSPC-Farbton. Schalldämpfer waren nicht schlecht. Taktisches Licht ist auch nicht verkehrt. Aber wir haben zurzeit so wenig Kohle, von daher ist das eigentlich nicht relevant. Ah, ja, ist wieder gut, ja. Ich kann es kaufen. Ich habe zwar einen echt Durst. Das wird wohl kaum was bringen. Aber ich dachte jetzt, wir haben noch die halben Leben von vor uns, wenn wir irgendwann mal essen gehen wollten. Das ist schon ein paar Folgen her. Vor dem Banküberfall noch. Da wäre das jetzt das Richtige gewesen. Tonja, JP ist weg, bitte hilf, na Schwester, bei noch einem Job, ruf mich an und ich erkläre es dir, Tonja, neuer Kontakt, Tonja. Echt jetzt? Tonja, XOXOXOXO. Wahrscheinlich einfach, da kann man dann Abschleppmissionen machen, wenn man Lust hat und will und so. Ich gehe erstmal was zu trinken holen, bis gleich. Und weiter geht's. Steht die Flasche mitten im Bild. Gut gemacht. Ich will das mal kurz korrigieren. Ich muss den Controller so. Ja. Auf die Beine nehmen, halt. Nach links. Ja, mit einer Hand. So. So.
Die kleine Katze ruft nach mir. Ich weiß nicht warum. Also der Carter. Hey. Was hast denn du versorgen? Ach, das ist eine Fliege. Gut. War das geklärt. Da war eine Fliege. Ach so, jetzt fahre ich zu Michael. Ach so, der Michael hat da bestimmt Sachen für uns. Ich dachte jetzt schon, das ist eine Mission von Michael, aber es ist gar keine Mission von Michael. Michael-Missionen sind ja blau. Und die ist grün. Ob das dieselbe Mission ist, wie auch bei Michael angezeigt wird? In blau? Ja, mir auch ganz lustig zu wissen. Wo fahre ich denn überhaupt hin? Theoretisch müsste das, die wir feiern jetzt, unseren erfolgreichen Bankraub, Juwelierladenraub Party sein. Na, mal sehen. Da haben wir die 2,5 Millionen schon zurückgezahlt. Mit Michael. Hätte ich gedacht, dass das länger dauert, aber hat geklappt. So, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked! Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Wer ist denn das? Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, precious stones, and rings. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I said to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. And this other guy runs out of the shop, he pushes me over and says something like, you forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. Tanja, übrigens mal wieder. Trevor, baby, oder? You wanna smoke up now? Don't do it, nee, Johnny. Eine andere. Trevor, you been with my girl again? I'm speaking with you, asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high. But that don't leave make it, it right. Johnny, leave it. The crystal has got us, babe, but don't make it right. Don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor, I'm talking to you, motherfucker. Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, all right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me and Matt, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. I don't mean nothing by it, man. I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Fucking shit! Cut! 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 Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Johnny! Wait!
Fuck! Now, we gotta speak to Johnny's recently bereaved brothers. Okay. Wait. This ghost. Das war einer von den. His name is Michael Townley. Sounds like he's living in Los Santos. Find him. Was sind wir denn überhaupt auf der Karte jetzt? Ach, ziemlich weit oben. Anyway, gut. My cousin's there, but I don't... Find him, Wade. Does this mean I don't have to come see the bike? Da war damals bei dem Raubüberfall mit dabei. Und der eine ist weggerannt. Das war wohl Michael, der weggerannt ist. Und daher wurde wohl erschossen. You think it's clever to disrespect women? Disrespect? What? I wasn't disrespecting, I was just saying we should kill her! You called her a bitch! Ain't you... Look out! Ain't you got a mother? Huch. Everyone got mothers, at least one! Das ist auf jeden Fall ein ganz schön offener Idiot mit dem Auto. The bikers are meant to be over by the farm on the right. Ah! No! Whoa, 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 whoa. Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for her. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messing with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Bullshit! Oh, I like it, denial. That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit. Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies. If that van takes Let's us stop. Back to the camp, this area ain't gonna have a biker problem much longer. Wir haben anscheinend ein Biker-Problem. But we can drop those bikers. Did you see the look on their faces? We scared them, didn't we? Yeah, thank fuck they didn't make you for the harmless idiots you are. You need some seatbelts back here, or straps, or something. I only keep things in the back I don't mind losing. Oh. Denkst du, wir schießen auf die Biker? Was haben wir denn zum Schießen? Eine Knarre, ganz normale Pistole. Ui, Sharp Left. Er hat sich was im Radkasten verkeilt gehabt. Oh, ich hab grad nicht geguckt, sorry. Ah, scheiße.